Schlüsselübergabe bei den ersten 300 Wohnungen auf dem Stadtwerke-Areal. 4 Jahre lang hat diese alleinerziehende Mutter auf die Wohnung gewartet. Jetzt strahlt sie über ihr neues Zuhause mit Parkettböden über 2 Etagen. Vor dem Festzelt treffen sich alte und neue Nachbarn und auch einige, die noch auf ihre neue Wohnung warten müssen. Wir sind schon lange auf der Warteliste. Wir warten schon auch seit langem auf der Warteliste. Und wir sind zu viert in deine kleine Wohnung, 52 Quadratmeter. Und schauen wir mal erst. Im Festzelt stößt eine Gruppe von ehemaligen Bewohnern der Strubergassensiedlung auf ihre neuen Wohnungen an. Unter ihnen auch Anna Haberl. Sie war anfangs skeptisch über den Umzug. Jetzt freut sie sich auf ihre neue Wohnung. Bei mir war es am Anfang auch nicht so, aber wenn es sein muss, jetzt habe ich Freude, weil es in meinem Alter mit dem Stiegensteigen immer so geht. Das ist schön. In der Zarostraße vom Schlafzimmer konnten wir das ganze Jahr nie ein Fenster öffnen, immer nur zum Stadtwerkeareal. Und jetzt haben wir schon 2 Jahre das Stadtwerkeareal auch die Umbauten. Der Knall, nicht mehr schön gewesen. Das war jetzt nicht mehr lebenswert. Also die neue Wohnung wird ruhiger. Das ist kein Vergleich. Einen positiven Ausklang nimmt der Tag auch noch für Familie Alamdari. Sie hat gerade erfahren, dass für sie ab sofort eine doppelt so große Wohnung als bisher frei ist.